Leute, wir fangen an mit einem neuen Let's Play und ich habe mich entschieden für Summer in Mara, weil es einfach noch so ein bisschen gute Launenspiel aussieht, es ist Sommer und es passt, also dachte ich mir, jetzt zocken wir mal was Kleineres, was vielleicht auch nicht jeder kennt und das Spiel ist auch ziemlich blind, ich habe keine Ahnung, worum es eigentlich so geht, aber schauen wir einfach mal rein. Das sieht nicht nach guter Laune aus. Das sieht verdammt nicht nach guter Laune aus. Was sieht denn das hier? Nur sehr grob gezeichnet oder ist das irgendwie kein Mensch? Mal gespannt. Das sieht doch schon eher nach gute Laune aus, chillig am Meer hocken. Ne? Kann nur zoomen. Ja, kann auch stehen. Kann jumpen. Ich habe ein bisschen Ton mal lauter drehen. Was, wenn ich könnte? Stark. Guck mal, warst du wieder auf dem Dach? Nein. Ist klar. Also wir sind auf jeden Fall Koa. Koa und sie ist Jaja, aber sie ist wirklich kein Mensch anscheinend, so ein Quallenmensch oder was. Naja, ich habe euch doch gerade runterkommen sehen. Gibt es etwas, das ich für dich tun könnte? Auf der Insel gibt es immer etwas zu tun. Wir brauchen Orangen, um Saft fürs Frühstück zu pressen. Ich bin zu alt, um sie selbst zu holen. Orangen für die Dame, aber natürlich. Wir holen 3 Orangen. So. Orangen. Da hinten ist ein Orangenbaum. Und da haben wir die erste Orange. Das ist noch nicht so anspruchsvoll, wie geil er springen kann. Stark. Da ist keine Orange dran. Da haben wir doch eine dran. Hab ich gesehen. So, wir haben die 3 Orangen. Und er springt noch hoch, nicht wirklich nach vorne. Naja. Hier hast du die schönsten Orangen der Insel. Ich danke dir sehr. Dieser Saft ist köstlich. Ich fühle mich voller Energie. Das freut mich zu hören. Vergiss nicht, Koa. Mit Speis und Trank gewinnst du jedes Herz. Jetzt müssen wir ein neues Ackerfeld vorbereiten. Gut, ich schaue dich von hier zu. Oh nein, nein, du bist schon auch schon. Du bist doch schon ein großes Kind. Das kannst du auch selber. Mit einer Hacke und bereite das Feld vor. Danach kannst du diese Karottensamen anpflanzen. Zum Schluss musst du noch Wasser aus dem Brunnen holen und die neu gepflanzten Samen gießen. Muss ich danach duschen gehen? Wenn du dich schmutzig machst, ja. Naja, es gibt doch immer etwas Schmutz an mir. Okay, wir haben ein Trade und ein Rezept und eine Hacke und Karotten. War das alles jetzt schon? Und wir sollen hier. Wähle die Hacke aus. Ah, muss. Gesät. Wasser aus dem Brunnen. Der Brunnen ist da. Ich blind. Ach, da. Wird sogar angezeigt. Wenn ich Schokolade einpflanze, wächst daraus ganz bestimmt neue Schokolade. Und gib ihm. Die Felder sehen nach der Aussaat so toll aus. Alles ist fertig, Madame. Gut, jetzt brauchen wir etwas Feuerholz. Ich habe aber leider meine alte Axt verloren. Wir müssen wohl eine neue anfertigen. Kann ich das machen? Aber sicher, warum nicht? Du brauchst nur einen Stein und ein bisschen Holz. Toll, dann habe ich meine ganze eigene Axt. Wir werden sehen. Hier nehmen die Materialien, geh ins Haus und baue in der Werkstatt die Axt. Danach treffen wir uns am alten Baum. Okay. Okay. Gehen wir mal in die Hütte. Okay. Und machen uns eine Axt. Ich muss mit dieser Axt vorsichtig sein. Sie ist sehr scharf. Okay. So, jetzt suchen wir die Trolle am alten Baum. Die ist da hinten. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Okay, jetzt.
Jetzt werde ich wahrscheinlich Baumhacke lernen. Ja, schau dir diese Axt an. Gut, als nächstes müssen wir diesen Baum fällen. Oh, der Baum tut mir leid. Mir tut er auch leid. Wenn wir dir natürlich etwas nehmen, müssen wir auch etwas zurückgeben. Wir leben in Mara. Der große Ozean, der uns umgibt, ist voller Leben. Wenn wir die Natur für uns nutzen, ist es auch für unsere Pflicht, sie für die Dinge zu entschädigen, die wir uns genommen haben. Wir sind Teil dieses Kreislaufs. Guck mal, nichts von dem, was du siehst, gehört dir. Mara hat es uns nur geliehen. Das gefällt mir. Soll ich den Baum jetzt fällen? Was sagt man? Danke, lieber Baum. Nimm einen Samen, wenn du mit dem Baum, wenn du, was? Wenn du mit dem Baum gefällt hast, pflanze den Samen irgendwo auf der Insel ein. Wenn du mit den, mit der Axt, das ist ein fairer Tausch. Okay. Holz und Harz und können wir die irgendwo im Inventar. Da. Können wir den irgendwie. Müssen wir jedes Mal. Ah, darüber können wir sehen. Ein flacheres Stück Land. Okay. Da geht's. Den Baum auch mal sicher nicht bewässern, oder? Obwohl, sonst, sie sagt noch nichts, also haben wir die Quest noch nicht erledigt, also müssen wir den Baum bestimmt auch bewässern. Das sieht nach einer sehr effektiven Trage. Ach, guck mal, ist ja auch noch ein Punkt. Okay, wir haben das Wasser unterwegs verloren. Ganz, kann man das irgendwie. Okay. Das soll machen, geht aber auch nicht. Gut. Ich werde schon knapp verrückt. Gut. Der Baum ist jetzt angepflanzt. Ich hoffe, der wird richtig groß. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, wird er bestimmt riesengroß. Ich werde ihn jeden Tag gießen, ja. Also gut, Chor. Möchtest du ein neues Rezept lernen? Wir machen heute Orangenmarmelade. Das Rezept ist sehr einfach. Geh nach Hause in die Küche und bereite sie zu. Zucker. Und Vollgas. Auch drei Orangen dafür. Das hättest du uns aber auch mal sagen können. So, ist hier eine Orange dran? Eins. Zwei. Ach, den kann man dann noch gar nicht schlagen, wenn keine dran ist. Ja, bisher genau, was ich eigentlich erwartet habe. So schön, gemütlich, bisschen craften. Mal gucken, was es noch so gibt. Küche, orange Marmelade. Nice. Die Marmelade ist lecker, ich werde ja etwas davon bringen. Muss sehen. Ja, probieren wir die Marmelade. Oh, gibt es Fisch zum Abendessen? Das kommt darauf an, ob sie anbeißen oder nicht. Wir werden sehen. Hast du Lust, leckeren Fisch zu kochen? Dann hör gut ich gebe dir das Rezept. Du brauchst einen frischen Rotflossenwels, dann schneidest du ein paar Karotten. Warum kommen die Piraten hier vorbei? Und dann fügen wir, hey, ja, warum kommen die Piraten hier vorbei? Bitte, hast du mir zugehört? Ich kann sie vom Berg aus sehen. Sie bleiben immer weit weg und kommen nie her. Vielleicht, weil es hier nichts Interessantes für sie gibt. Unsere Insel ist winzig, aber wir haben das Tor und die Quelle, Nio und Nao. Unsere Insel ist wunderschön. Das stimmt, aber wir pflegen die Insel ja nicht für andere. Pflegen sie, weil es wichtig ist, sich um sie zu kümmern. Auch wenn ich manchmal weggehe, komme ich immer wieder zurück. Wegen dir und unserem Haus. Und selbst wenn ich einmal weg bin, kann ich nicht aufhören, an die Insel zu denken. Unser Zuhause ist ein Spiegelbild dafür, wie wir über uns selbst denken. Wir müssen uns doch selbst gerne haben, nicht wahr? Das stimmt. Nun, worüber haben wir geredet? Über das Abendessen. Ach ja, aber wo war ich stehen geblieben? Nun, es ist nicht so wichtig.
Es wird langsam spät, Cora. Ich brauche Treibstoff für das Boot. Fülle den Tank und bringe ihn zum Anlegeplatz. Natürlich, Madame Haku. Der Tank. Harzschwimmer. Sammle Treibstoff in der Quelle am Tor der Wächter und bringe ihn zu Yaya Haku. Tor der Wächter. Da ist ein Tor. Oder das ist ja ein Schweinestall. Ist das hier das Tor der Wächter? Das ist offensichtlich eine Mine. Jetzt hier. Dass ich die Spitze rein kann, wenn ich wirklich schnell renne. Oder ist das das Tor da hinten? Ah ja, tatsächlich, das ist das Tor. Fallschaden? Ja, natürlich nicht. Ich habe den Tank aufgefüllt. Ich kümmere dich um das Tor, sei vorsichtig mit dem Tor. Bla bla bla, die Tür zu. okay, wir gehen zurück. Ach, durch die Mine kommt man noch dahin. Okay. Wir haben bestimmt noch mal eine Spitzhacke kriegen, dann können wir das ja auch abbauen. Naja, er hat gesagt, dass es in dieser Höhle früher Fledermäuse gab, aber jetzt sind sie weg. Und pass auf dich auf, Jaja. Weißt du noch, warum ich dich gebeten hatte? Wonach hattest du mich gefragt? Schokolade. Wenn du hierbleiben willst, kann ich das Boot nehmen und welche kaufen. In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten. Das Meer ist sehr gefährlich. Ich versuche nie allein mit dem Boot hinauszufahren. Und was ist mit dir? Naja, also schön. Ich erlaube dir alleine zu fahren. Ja, ich denke, ich kann mir. Ich sehe, worauf das hinauslaufen wird. Wahrscheinlich wird sie hier nicht mehr wiederkommen. Ich werde Jaja ein Abendessen kochen und sie überraschen. Meist probiere ich das leckere Fischrezept aus. Mal sehen, erstmal muss ich einen Rotflosswelsen im Teich fangen. Ja, hat ihre Angel mitgenommen. Ich mache mir in der Werkstatt einfach meine eigene. Ich brauche nur ein paar Materialien. Fertig in der Werkstatt, was ist eine Angel? Ich fange einen Rotflossenwels. Das heißt, wir brauchen bestimmt Holz. Brauchen wahrscheinlich auch irgendwie Eisen. Können wir erstmal gucken. Das ist dann unter Werkzeuge. Wir brauchen einen Harzschwimmer und Holz. Holz haben wir, den Harzschwimmer haben wir noch nicht. Können wir den Harzschwimmer herstellen? Wir können den Harzschwimmer natürlich herstellen mit Holz und Harz. Das heißt, wir haben ein Holz zu wenig. Ist das richtig? Nee, okay, das war nur die Anzeige, wie viel Holz man braucht. Mal den Holzstab. Ist der Holzstab schon eine Angel? Jetzt habe ich eine Angel. Ich sollte sie direkt im Teich ausprobieren. Wie war noch gleich das Rezept? Fisch. Ein paar Karotten. Das habe ich nicht zugehört. Naja, wie auch immer. Das wird schon reichen. Das sieht nicht so lecker aus. Auf geht's zum Fisch. Oh, ist doch kommt da eigentlich. Holz aus dem Busch. So, wir nehmen die Angel. Die kann man nicht auswählen. Das war mein Köder. Okay. Drücke die Taste, wenn der Kreis grün ist. Ah, die Taste wechselt. Jetzt drücke ich welche Taste? Ah. Ah, das Teil überlegt, okay. Genau über das Stardew Valley. Den Fisch haben wir, das heißt, wir müssen noch Karotten holen. Unsere Karotten sind, denke ich, noch nicht fertig, denn das wird das wohl fertige Karotten sein. Sagen Sie ja eigentlich nur eine Karotte, oder? Dann gehen wir in die Küche und dann gibt es lecker Fisch. Das sieht nicht wirklich lecker aus. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein.
Wenn es zu dunkel wird, findet Jaja nicht mehr zurück. Ich muss das Feuer auf dem Berggipfel anzünden, damit sie den Weg findet. Ich brauche dringend dafür, ich brauche dafür nur eine Fackel. Das ist einfach. Jaja hat mir beigebracht, wie man eine macht. Ich glaube, ein bisschen Holz ist genug. Gut, wir haben noch Holz. Machen wir eine Fackel. Gut, die Fackel ist fertig. Ich muss vorsichtig sein. Feuer ist gefährlich. Ah, es wird dunkel. Es ist Zeit, das Feuer auf dem Berg anzuzünden. Gut, dass ich daran gedacht habe. Du bist so gewissenhaft, Koa. Ja. Wir nehmen die Fackel. Die können wir auch nicht auswählen. Und wenn wir die auch erst anwählen können, wenn wir an dem Punkt sind, wo sie relevant ist. Oder wir haben hier einfach eine blinkende Fackel und nehmen sie mit. Na gut. Die Fackel unterwegs auch nochmal an. Wahrscheinlich, sonst ist das hier wie mit dem Wasser, dass wenn man zu weit damit läuft, geht es einfach aus. Und da sind wir. Hallo? Habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Ich glaube, ich kann Jaja von hier aus sehen. Ich bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ich hoffe, sie hat mir meine Schokolade mitgebracht. Ja, das ist gut. Abgezogen. Hast du mir Schokolade mitgebracht? Die habe ich vergessen. Wie schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich kein Abendessen gekocht. Das Abendessen gekocht? Ja, das Fischrezept, das du so gerne magst, ist nicht sehr gut geworden. Das habe ich nicht besonders inspiriert. Das ist schon in Ordnung. Es tut mir leid, ja. Keine Sorge, Cora. Es war dein erster Versuch. Das ist normal. Talent muss gefördert werden. Übung macht den Meister. Fürchte dich niemals davor, zu scheitern oder falsch zu liegen. Mach einfach morgen wieder Abendessen, dann übermorgen und dann übermorgen. Bis es klappt. Hast du dich ja gut ausgedrückt. Laufe niemals von deinen Fehlern davon. Nächstes Mal mache ich es besser. Genau. Komme zum Tor der Wächter. Oh. Ich möchte dir etwas sagen. Aber nun zuerst diesen Schlüssel und hole mir die Kristallkugel aus meiner Truhe. Aus deiner Truhe? Ja, du hast mir noch nie erlaubt, in deine Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Okay. Um eine Sache gebeten und die nicht mitgebracht. Nee, nee, nee. Hier ist der Kristall. Diese Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir und einer Menge Briefe und Papier. Haku bewahrt alles auf, aber nichts Wertvolles. Ich werde Jaja den Kristall bringen. Ein Korallenkristall. So, und dann wieder zum Tor. Was wolltest du mir sagen? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja, sie beschützten das Meer und das Tor. Genau. Wann auch immer die Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammelten sie sich hier und öffneten das Tor mit Hilfe der vier Kristalle. Öffnet sich das Tor irgendwann wieder? Nur wenn Mara in großer Gefahr ist. Sie wird sich öffnen, wenn die vier Kristalle hier eingesetzt werden. Die vier Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte sehen, was sich hinter ihr verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Er ist, glaube ich, falsch übersetzt. Was ist mit den Fechtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Nur wenige begriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit zwischen den Leuten angetrieben wird. Siehst du die Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt, aber die Spirale verbindet sie alle. Der Wind von Mara stirbt. So wie wenn du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Ja. Auch wenn du immer beklagst. Ich würde am liebsten nichts tun. Liegst du denn nicht gern einfach im Gras? Natürlich, ich werde nicht. Es ist ja doch sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, würde alles zusammenbrechen. Ich glaube, das Spiel will mir ein bisschen was beibringen und das kann ich nicht leiden. Cora, du musst anderen helfen. Immer. Wie? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen. Oder einen Samen von einpflanzen. Jede Tat, so klein sie auch erscheint, kann andere nützen. Müssen wir allen helfen. Selbst wenn sie gemein sind. Es gibt gemeine Leute, die verloren sind und Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich den Unterschied erkennen? Das erkennst du, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lade sie zum Essen ein.
Da sagst du oft, ja, mit Speis und Trank willst jedes Herz. Das stimmt auch, Koa. Vergiss das nicht. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt schon, der Tag ging wirklich schnell vorbei. Gute Nacht, kleine Wächterin. Okay, ich check gerade noch nicht, warum ich ihr den Kristall gebracht habe, wenn sie nichts jetzt nicht in das Tor tut. Ist sie wahrscheinlich irgendwie selber die letzte Wächterin, die da ist? Irgendwie wirkt das ein bisschen so. Dieser Traum bestätigt, finde ich, das Ganze auch ein bisschen die Theorie, die ich gerade hatte. Es waren dann die vier Wächter gerade und sie ist einer davon. Nichts, nicht ein einziges Piratenschiff in Sicht und ich bin am Verhungern. Ich werde mir einen Brombeersaft zum Frühstück machen. Ich hoffe, sie sind schon reif genug für die Ernte. Mit schon ein bisschen älter geworden, oder? Hier ist auch nichts angebaut. Was ist da los? Volle Socke. So, Brombeerschrauch. Da sind die. Oh, die hätten wir nicht fällen sollen, vielleicht. Das reicht. Ich glaube, ich erinnere mich an das Rezept, das Jaya mir beigebracht hat. Ich muss nur diese Beeren zu drücken und das war's. Ein sehr komplexes Rezept. Das schmeckt gut, aber ich habe in letzter Zeit nur Wildfrüchte gegessen. Ich sollte die Felder bepflanzen oder ein Nickerchen machen. Nein, Moment, ich muss die Felder vorbereiten. Und bepflanzen und ernten. Uff, Arbeit ist anstrengend. Gegrillter Fisch. So. Dann machen wir das doch mal hier. Mal sehen. Ich habe die Felder nicht gegossen, Koa, schäm dich. Ich sollte einen neuen Brunnen bauen, aber ich bräuchte dafür einen Hammer. Vielleicht kann ich mit der Axt Material aus dem alten kaputten Brunnen gewinnen. Ich erinnere mich nicht, wo ich den Hammer zuletzt hingelegt habe. Vielleicht kann ich einen neuen anfertigen. Okay. Der ist kaputt. Und daraus haben wir jetzt einen Hammer. Das ist ja der Hammer! Mit dem Hammer kann ich Dinge bauen und Steine für neue Materialien zertrümmern. Aber ich brauche noch etwas. Ah, jetzt weiß ich es. Ein Eimer. Ich muss einen Eimer für den neuen Brunnen erstellen. Ich werde mehr Materialien sammeln. Okay. Ja.
Hammer. Ich brauche einen besseren Hammer. Okay, gibt es irgendwelche Steine, die ich kaputt machen kann? Wahrscheinlich. Ach, ich habe oben sogar eine links ein Essensbalken und so. Krass. Ich finde immer, wie die wieder im Hühnerstall gelernt haben zu fliegen. Okay, das ist auch kaputt. Was hast du denn hier gemacht? Ist ja alles kaputt. Was hängt da? Ach, Samen. Okay. Wo ist denn der zweite Brunnen? Der ist einfach ganz verschwunden. Stark. Diese frechen Schweinchen sind eines Tages weggeschwommen. Ich vermisse sie so sehr. Okay, das ist auch kaputt. Okay. Wir müssen den Brunnen wieder aufbauen. Und dafür brauchen wir, dachte ich, Steine. Aber ich gehe einfach nochmal hin. Was ist denn hier drin? Ich brauche etwas, um diese Truhe zu öffnen. Die Schlüssel haben wir auch nicht mehr. Okay, wo können wir den Stein abbauen? Wenn wir mit dem Hammer in die Mine gehen. Der Steg ist weg und alles gestrandet. Wahrscheinlich ist sie einfach mit den Piraten dann mitgegangen hier. Okay. Aber das Problem war ja, dass. Achso, und die Dinger sind ganz weg da hinten. Okay. Okay, wir gehen zurück. Kann ich irgendwie hier unterwegs mehr so eine. Ah ja, okay. Orange Essen unterwegs geht auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich nicht so effektiv, deswegen die Gerichte. Brunnen bauen. Wir denn noch so machen? Wir können Eimer machen. Nachdem ich Eimer hergestellt habe, das hat Jaja noch gesagt, einen Brunnen zu bauen ist ganz einfach. Ein Loch in den Boden, Holz und Steine. Ich finde das gar nicht so einfach. Ich werde Holz von einigen Bäumen sammeln müssen. Mit dem Hammer kann ich die Steine in der Höhle zertrümmern. Ich bin wirklich geschickt. Ja gut, manchmal sollte man auch einfach ein bisschen leben. So, dann wollen wir den Baum direkt wieder sehen. Ja. Ja. Und dann nochmal. Da. Okay, reicht das schon? Für ein Seil brauchen wir Faden. Wir haben einen Faden. Wollen wir den herbekommen? Vielleicht von den Dingern hier? Noch eine bessere Hacke. Für was bekommen wir Faden? Nägel, Metall, Brett. Gut, wir haben aber keine Karotten, das hat nutzlos den Fisch zu fangen.
So, wir gehen nochmal hier dran. Vielleicht ist in der Kiste was. Nein, hier ist gar nichts. Kann auch nichts machen. Er hat immer gesagt, dies wäre ein Scharfschlag. Ich habe nie welchen gesehen. Okay. Da hinten ist eigentlich auch nichts mehr. Ich denke, ich habe was übersehen. Was? Oh, ich bin ein Horst. Okay, ich kann den Brunnen einfach so bauen. Was fehlt Holz? Okay. Eigentlich logisch, wenn das Sehen so funktioniert, dass das Bauen auch so funktioniert. So. So, da müssen wir doch jetzt genug haben. Dann setzen wir den Brunnen doch direkt wieder hier hin. Setzen wir ihn doch einfach direkt hier hin. Danke, lieber Berg. Danke, lieber Baum. Ich hoffe, euch gefällt der Boden, den ich angefertigt habe. Und nun gieß ich alles. Dieser Teil gefällt mir am besten. Okay. Das ist eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich. Ich frage mich, ob es noch andere Inseln gibt wie meine. Ich wünschte, ich könnte sie besuchen. Aber die Quelle liefert gerade keinen Treibstoff und das Boot ist immer noch kaputt. Egal, ich gehe an den Strand und sammle ein paar Muscheln, die mir von Vilmaras geschenkt wurden. Ja, nee, wir müssen nochmal hier. Erst. Gut. Genau. Die Bäume müssen wir, glaube ich, auch. Jetzt müssen wir gleich, glaube ich, schlafen. Denke ich mal um den oberen Balken. Ich brauche aber nicht wieder voll zu kriegen. Klar ging es auch ein bisschen mit Essen, aber ich denke mal, schlafen wird das Ganze wieder komplett regenerieren. Das ist hier ein Shrimp. Drei Shrimp. Drei Shrimps. Drei Shrimpse. Keine Ahnung. Da haben wir eine Muschel. Da haben wir eine Koralle. Oder ne, das ist eine versteinerte Dings. Ja, hat mir erzählt, wie sie mit einer Freundin über Muscheln gesammelt hat. Ich Freundin, hier ist auch niemand. Und hier kann ich anderes Zeug angeln. Hier sind noch Kakteen. Und noch eine Muschel. Diese hier sind wunderschön, perfekt zum Dekorieren. Ja, liebte sie immer. Uff, was für ein anstrengender Tag. Meine Möwen hätten mir wenigstens helfen können. Aber Möwen sind faul. Kann ich die eigentlich? Gut, dann denke ich, war das der anstrengende Tag. Und wir müssen uns mal das Ohr hauen, damit wir morgen genug Energie haben. Oh, mein Jumping Puzzle. Kann sie schon auch. Ja, nein. Okay, das war weniger herausfordernd, als es aussah. Dann gehen wir mal zurück zur Hütte. Schauen, was der nächste Tag so bringt. Wobei es sagt, laut Ingame-Zeit ist 17 Uhr. Aber Chor ist erschöpft. Ja, genau. Dann werden wir uns schlafen legen. Und. Dann war es das auch mit der ersten Folge. Das war mein Mara. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen.